wichtig, dass die Position selber so gestaltet wird, dass er die gestellten Anforderungen auch erfüllen kann. Da geht es um klar definierte Aufgaben, um klar definierte Verantwortlichkeiten. Es geht um die Positionierung des CAOs. Wird es eher ein Generalbevollmächtigter, wie wir ihn wirklich in der Geschäftsführung und im Vorstand positionieren? Und das Ganze sollte eigentlich in die Geschäftsordnung münden, die klar definiert ist von den Verantwortlichkeiten und die auch dann die notwendige organisatorische Klarheit bringt im Innen- und im Außenverhältnis und auch eine Rechtssicherheit für alle Beteiligten, dann auch operativ so handeln zu können, dass für das Unternehmen das richtige Ergebnis rauskommt. Im optimalen Fall trifft das ja auch natürlich auf eine veränderungswillige Geschäftsführung beziehungsweise einem veränderungswilligen Vorstand und kann wirklich in konstruktiver Zusammenarbeit die notwendigen Veränderungen dann definieren und gemeinsam umsetzen. Grundsätzlich braucht es einfach eine Offenheit, wie immer bei einer Kollaboration. Man muss es sich vertrauen. Das heißt, man muss auch dem CAO einen gewissen Vertrauensvorschuss geben, aber auch der CAO. Es sollte den Managementteams vor Ort einen gewissen Vertrauensvorschuss geben. Und dann natürlich hoffentlich in der Zeit bildet sich das ein echtes Vertrauen auf, einmal fachlich, aber auch menschlich. Das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig. Und dann sind eigentlich die zwei wichtigsten Zutaten für eine erfolgreiche Kollaboration dann vorhanden. Und dann geht es wirklich nur darum, gemeinsam mit einer Sprache einmal die Programme, die entsprechenden Programme zu definieren und dann auch konsequent umzusetzen. Kein Unternehmen und auch intern hält so einen Sanierungsprozess über 3, 4, 5 Jahre aus. Also ich bin schon ein großer Befürworter, dass ich maximal 2 Jahre zu nehmen, um das Unternehmen von A nach B zu bringen und dann wieder in eine normale Situation zu bringen, ohne CAO. Wichtig ist, dass man dann wirklich am Anfang, auch möglichst früh, klare Restrukturierungsziele definiert, die Meilensteine klar sind, Kennzahlen definiert werden, sodass alle Stakeholder genau sehen können, einmal, dass man sich auf dem richtigen Weg bewegt und auch auf den geplanten Weg bewegt, aber auch, wann die Ziele erfüllt sind, wann das Unternehmen als saniert gilt. Und da kann man sich natürlich auch neutraler Dritter behelfen, Gutachter, die typischerweise von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften kommen, die regelmäßig den Erfolg von außen als neutraler Dritter überprüfen und dann, wenn wirklich der Sanierungserfolg oder alle Sanierungsziele erfüllt sind, das auch nach außen so bestätigen können, dass das hier auch wieder von Bord gehen kann, dass da keine zwei Meinungen darüber gibt, dass die Sanierungsziele erfüllt sind und das Unternehmen dann hoffentlich mit diesem neuen, zweiten oder nächsten Leben dann gut umgeht und erfolgreich in der Zukunft agieren wird.